war ganz viel so Boshaftigkeit, viele Dinge, die einen so verunsichern wollten, dass das eigentliche Ziel dahinter war, dass man mich zum Schweigen bringt. Und Hallihallöchen und welcome back. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem diesmal etwas ernsteren Thema. Ich beschäftige mich in den kommenden Minuten mit der Frage, wie geht man damit um, wenn Menschen es nicht ganz so gut mit einem meinen, weil sie nicht der gleichen Meinung sind und das gerade in einem so polarisierenden Thema, in einem so hochemotionalen Thema, wie der Frage danach, woran man glaubt. Und wenn man dann auch noch sagt, man glaubt an Gott und nicht an eine bestimmte Lebensform oder die Freiheit aller in jeglichen Bereichen, dann hat man damit heutzutage schon ganz schnell ein Problem oder auf jeden Fall Leute, die einen mindestens kritisch beäugen. Und ich glaube, das kann man in ganz vielen Bereichen erleben. Man kann es im Alltag erleben, ganz real, in der Schule, in der Uni, unter Freundeskreisen und eben auch ganz real heutzutage sind die sozialen Medien, wo vielleicht Hass oder äußerst unsachlich geäußerte Kritik noch ein bisschen schärfer über die Lippen kommt, als das ja in der 1:1-Begegnung vonstatten gehen würde. Und ich habe damit ganz, 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 ganz viel Erfahrung gemacht oder machen dürfen müssen in den letzten Jahren. Ich habe ja als 19-Jährige einen Kanal gestartet, der Jana glaubt hieß und wo ich ganz viel in der Öffentlichkeit stand, mit einem Thema, das erstmal nicht ganz so selbstverständlich ist auf den sozialen Medien. Es ist irgendwie nicht Beauty, es ist nicht Mode, es ist nicht Lifestyle, also schon Lifestyle, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Erste, was mir da begegnet war, waren so massive Anfeindungen. Ganz viele Leute haben gesagt, ich sei komplett blöd. So, wie kann man denn heutzutage noch an Gott glauben? Und es war ganz viel so Boshaftigkeit, viele Dinge, die einen so verunsichern wollten, dass das eigentliche Ziel dahinter war, dass man mich zum Schweigen bringt. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zur ersten Sache. Natürlich hat mich das als 19-Jährige total erstmal in so einen Schock gebracht und initial ja auch verunsichert. So, krass, so, warum sagen die das? Und das ist doch voll gemein und wie kann man so? Natürlich ist das auch genau der Zweck. Es geht ja darum zu verunsichern. Es geht darum, jemandem so die Freiheit zu nehmen, sozusagen das zu sagen oder davon zu berichten, was er liebt, woran er glaubt. Und für mich war total entscheidend in diesem Prozess, dass ich die Motivation der Menschen, das Warum, verstehe. Dass ich verstehe, dass es gar nicht unbedingt gegen meine Person geht oder gegen das, wer ich bin, wie ich lebe, so ob ich sympathisch bin. So, die Menschen kennen mich ja überhaupt gar nicht, sondern dass das in der Kritik steht oder der in der Kritik steht, an den ich glaube. Und das ist Jesus. Ich glaube, wir erleben das sogar. Der Name Jesus polarisiert. Es ist ganz selten so, dass es gar nichts mit den Menschen macht, dass es nichts in jemandem regt, sondern ganz häufig ist das ein Thema, wo Menschen das Gefühl haben, so, oh nee, da muss ich jetzt aber was dagegen sagen und sowieso sind alles Kinderschänder, die da in der Kirche und so. Es wird dann direkt sehr, sehr emotional. Der Name Jesus polarisiert. Und das war für mich eine richtig wichtige Erkenntnis, zu sagen, okay, nicht alles, was die Leute sagen, darf an mein Herz gehen, weil es zumeist Menschen sind, die mein Herz gar nicht kennen. Und hier komme ich zum nächsten Punkt, was für mich wichtig war und was mir sehr geholfen hat, mich mit Menschen zu umgeben, die mich wirklich kennen und die mich lieben und die es gut mit mir meinen. Ich glaube, es ist wirklich matchentscheidend, dass man ein Umfeld hat, das einen in solchen Zeiten bestärkt und ermutigt und auffängt und immer wieder auch so Identität zuspricht, die man ja schon hat. Nicht irgendetwas, was nicht da ist, sondern eine Identität, ein Auftrag, auch so eine Bestimmtheit. Hey, du sollst so sein, es ist gut, was du machst. Aber das sollen auch Leute sein, die das Recht haben, dich oder mich zu kritisieren. Denn Kritik darf ja geäußert werden. Sie soll sogar geäußert werden. Es ist total wichtig, dass jemand dir einen Spiegel vorhalten darf, mir einen Spiegel vorhalten darf und auch sagen darf, hey, das war nicht so gut oder das würde ich vielleicht anders formulieren. Hier solltest du noch mal drüber nachdenken. Das ist mega wichtig. Aber ich glaube, dass nicht alles, was uns gesagt wird, diesem Zweck dient. Nicht alles ist mit dieser Intention losgeschickt worden, das Beste für dich und für dein Leben zu wollen. Und deswegen ist es mir total wichtig geworden, und es ist jetzt ein ganz fester Bestandteil meines Lebens, dass ich einen Kreis von Menschen um mich habe, von denen ich weiß, euer Herz schlägt mit meinem Herz.
Und das, was ihr mir sagt, das sagt ihr mir aus Liebe heraus. Und das darf auch mal bestimmte Kritik sein. Und für mich sind das meine Eltern. Ich habe das große Glück, eine gute Beziehung mit meinen Eltern zu haben. Meine Eltern dürfen mir den Spiegel vorhalten, sie sollen es sogar. Und meine engsten Freunde. Ich habe eine Freundin in Münster, sie heißt Alex. Und mit der kann ich mich, das ist ein Phänomen, mit der kann ich mich hinsetzen und wir haben irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, gemeinsam Kaffee zu trinken. Und die kann mich in Liebe ermahnen, die kann mich aber auch genauso in Liebe ermutigen. Und beides braucht es. Ich glaube, es ist wirklich ein Schlüssel, in so einer Welt, in auch einer exponierten Stellung, eben einen ganz engen Kreis von Menschen um sich zu haben, zu dem man immer wieder kommen kann, darf, aufgefangen wird, aber die einen auch wirklich ernsthaft reflektieren dürfen. Nun ist es ja so, nicht jeder steht in der Öffentlichkeit, nicht jeder hat einen großen Social-Media-Kanal und erlebt das in dem Maße, wie es auch ich erlebt habe in dieser Zeit, aber jeder von uns lebt eben ein Leben und hat einen Alltag und geht zum Beispiel in die Schule oder geht zur Uni. Und erlebt, dass der eigene Glaube, das, was man sagt oder was man eigentlich denkt, wo man mitmachen möchte und eher nicht mitmachen möchte, dass das dazu führen kann, dass man irgendwie sich scheinbar selbst ausgrenzt, weil man nicht mitmachen kann, slash mitmachen will. Und wie geht man jetzt damit um? Wie geht man damit um, wenn man einsam ist, dadurch, dass man einfach nicht sich zum Teil machen kann scheinbar? Und ich wünschte, ich hätte jetzt ein Geheimrezept. Ich wünschte, ich könnte sagen, so, hey, aber weißt du was, so, wir sind Lichter in dieser Welt, wir sollen genau da sein und das ist genau unser Missionsfeld und trotzdem sind wir da und so. Und das muss ich ehrlich sagen, da hab ich kein Geheimrezept. Denn wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann war meine Schulzeit ziemlich einsam und dann ist auch meine Unizeit ziemlich einsam. Ich sage das immer wieder so, wenn ich unterwegs bin, irgendwie auf der Bühne, so dann bin ich ja eine Highholder, dann haben die Leute mich eingeladen, irgendwie Menschen wissen, wo ich bin. Aber es ist für mich immer eine sehr erdende, eine sehr demütigende, im besten Sinne, Erfahrung, wenn ich dann danach wieder in den Zug steige, nobody knows me, nobody cares, und in Münster ankomme, in der Uni ankomme und was ich bin, was ich tue, was ich liebe, einfach absichtlich komplett ignoriert wird und ich auch in meiner Uni eigentlich nicht besonders viele Freunde habe oder Menschen, mit denen ich abhänge, so, weil einfach da so wenig gemeinsamer Konsens, so wenig Gemeinsamkeit, so wenig gemeinsames Leben besteht. Und das ist für mich auch eine Realität. Also ich glaube, dass was wir denken, grenzt uns auch ab zu bestimmten Teilen. Natürlich können wir trotzdem mittendrin sein, Teil von etwas sein, aber immer wieder höre ich, dass Menschen sagen, so, ja, ich muss ja nicht nur christliche Freunde haben und ich muss ja nicht nur das und so. Natürlich, man muss nicht nur christliche Freunde haben, aber ich habe in meinem Leben erlebt, dass das ganz automatisch kommt. Dass die Menschen, denen ich mein Herz teile, die mir am wichtigsten sind, jene Menschen sind, die meine Werte teilen, die verstehen, wovon ich rede. Ich sage das immer wieder so, es bringt mir ja nichts, wenn ich in einen Raum hineinrede, dessen Wände das Geschehene gar nicht an meinen Werten reflektieren, weil die Antwort, die ich dann bekomme, mit der kann ich irgendwie gar nichts anfangen, von der fühle ich mich gar nicht verstanden. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man nicht sagt, so, nee, mit dir bin ich nicht befreundet, weil du bist kein Christ, oder mit dir kann ich nichts anfangen, weil du glaubst nicht das, was ich glaube. Aber ich habe einfach erlebt, dass es bei mir so fast was Natürliches ist, dass mein Circle, mein Kreis aus Menschen besteht, die eben die gleiche Liebe im Herzen tragen. Das kam fast automatisch. Und wenn wir das mal ehrlich beleuchten würden, dann ist das auch nichts besonders Abgrenzendes oder Ausgrenzendes, denn auch andere machen ja genau das Gleiche. Also Menschen, die was anderes glauben, was anderes lieben, umgeben sich ja auch meistens mit Menschen, die eben das andere glauben, das andere lieben, mit denen sie sich irgendwie eins machen können. Und ich möchte das eigentlich sagen als etwas Ermutigendes und als etwas, wozu ich dich einladen und eigentlich sogar auffordern möchte. Selbst wenn du an deiner Arbeitsstelle der Einzige bist, die Einzige bist, die glaubst, so such dir eine Gemeinde, such dir einen Jugendkreis, such dir Freunde oder sei jemandem ein Freund. Sei nicht alleine unterwegs, such dir Gemeinschaft. Ich glaube, dass das unfassbar bestärkt, dass das total wichtig ist, dass man nicht so das Gefühl hat, okay, es gibt nur mich auf dieser ganzen Welt, sondern nein, es gibt noch andere, du darfst gemeinsam damit unterwegs sein und das rüstet einen auch wieder aus, wie so eine Tankstelle für die Felder, wo man das Gefühl hat, so, ich bin hier unverstanden, keiner kennt mich, keiner sieht mich. Dann kannst du vor diesem Video sitzen und sagen, Jana, das kannst du ja ganz gut sagen, du sollst hier Leute suchen, aber hier ist wirklich niemand, im Umkreis von 50 Kilometern gibt es keine Gemeinde und ich habe kein Auto, das ist total schwierig für mich, dann glaube ich dir das
100%ig noch das Wort. Es gibt diese Zeiten, es gibt diese Momente, da sind wir tatsächlich alleine, aber wir sind trotzdem nicht wirklich alleine. Und es gibt immer jemanden, der da ist, auch wenn das vielleicht so ein bisschen so, okay, mit dem kann ich nicht Kaffee trinken gehen, der kann mich nicht in den Arm nehmen. Aber ich glaube, dass das Zeiten sind, die uns auch verändern, die uns prägen. Und das ist eigentlich meine Number One Botschaft, wenn man konfrontiert ist mit Ausgrenzung, mit diesem, okay, ich habe mich abgegrenzt und damit ausgegrenzt, Leute sind total kritisch mir gegenüber, vielleicht werde ich sogar ausgelacht, dass man sich immer wieder so selbst anhält, überlegt, okay, wofür stehe ich, wer hat mir das ins Herz gepflanzt, wo kann ich mich andocken, wo kann ich dafür mich einsetzen, nicht mehr einsam zu sein, sondern in Gemeinschaft zu leben. Und wenn das gar nicht möglich ist, wie war das denn nochmal so, ich kann Gemeinschaft, ich kann Beziehung ja auch mit diesem Gott leben. Ich möchte dieses Video eigentlich nur nutzen, um dich zu ermutigen, dran zu bleiben, standhaft zu bleiben, so deinen eigenen Glauben nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln, nicht irgendwie zu sagen, okay, das ist mir alles nicht wert und ich mache mich gleich und das ist alles nur blöd, so, sondern wirklich durchzuhalten. Es gibt zu jeder Phase auch ein Ende, deswegen ist es eine Phase und du kannst die nutzen, sie kann dich verändern, sie kann dich stärken und sie kann dich auch tatsächlich gnädiger machen mit Gegenübern, die hart zu dir sind. Das ist, glaube ich, eine richtig wichtige Botschaft. Lass so die Härte, die dir manchmal entgegengeschmettert kommt, nicht zu einer Härte auf deinem eigenen Herzen werden, nicht zu so einem grundsätzlichen so, ah nee, mit euch kann ich nichts anfangen, weil ihr könnt nichts mit mir anfangen, so. Und dann behalt dir so eine Weichheit des Herzens und vielleicht versuchst du sogar mal für die Leute, die dich irgendwie nicht gut behandeln oder von denen du dich nicht gesehen fühlst, zu beten. Vielleicht verändert ja sogar das etwas. Und ich kann das von mir erzählen. Ich wurde immer wieder auf Partys, dann nach dem dritten, vierten Bier gefragt zu meinem Glauben und wie ist das eigentlich? Und zwar von Menschen, die in dem Uni-Kontext oder so im Alltag so sich nie dafür interessiert haben. Ich glaube, in dem Kern eines Herzens, eines jeden Menschen, liegt die tiefe Frage nach dem Sinn, nach dem Warum, nach dem Wofür. Und manchmal reicht es auch einfach, wenn wir da bleiben, wenn wir präsent sind, wenn wir so standhalten und Menschen kommen auf uns zu. So wir haben einen Missionsbefehl, aber nicht immer müssen wir missionarisch sozusagen aktiv sein, sondern manchmal reicht es einfach, da zu sein und dann Rede und Antwort zu stehen, wenn Menschen zu uns kommen. Und ich glaube, ich bin mir fast sicher, mit der Zeit wird es kommen, mit der Zeit werden Gelegenheiten kommen, werden Gespräche kommen. Und da darfst du auch einfach eine Liebe bezeugen, die du in dir trägst, die du nicht verloren hast. Und ich glaube, das kann etwas verändern. Und selbst wenn es nicht sichtbar ist für dich, vielleicht lässt du in dem Moment irgendwie so einen Samen da und vielleicht geht der viel, viel später auf. Wir wissen nicht, was unser Glaube, was unsere Standhaftigkeit, was unsere Überzeugung, was unsere Liebe mit jemand anderem macht. Auch in einer Zeit, die wir gar nicht mehr mitbekommen werden. Also, ich möchte dich einfach nur ermutigen, bleib dran, such dir ein gutes Umfeld, sei Freund auch für jemand anderen. Und ja, du darfst erleben so, dass Gott dich sieht, dass sein Lächeln über dir strahlt und dass er dich nicht vergessen hat, dass du nicht alleine bist, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, vielleicht von deinen eigenen Erfahrungen mit genau diesem Thema, vielleicht auch mit deiner Einsamkeit, mit Ausgrenzung, damit, wie du damit umgegangen bist. Vielleicht hast du ja noch Tipps, die du gerne jemand anderem weitersagen möchtest, die du gerne früher gewusst hättest, dann hinterlass es doch gerne als Kommentar. Wir sehen uns wieder ganz bald im nächsten Video. Ciao.